So sehen müde Helden aus. Nach einem Spießrutenlauf durch halb Europa sind die geschundenen Euro-Helden sehr zur Freude einiger weniger Fans endlich wieder in Berlin. Ich habe einen Timer mitlaufen lassen am Telefon und jetzt 26 Stunden, 45 Minuten. Ja, das war die längste Busfahrt in meinem Leben. Also, und so hat es sich auch angefühlt, also fühlt man sich jetzt auch. Dadurch, dass ich früher Jugendmannschaften gecoacht habe, kenne ich das zwar. Lange im Bus zu fahren und auch mal auf dem Boden da zu schlafen und in unmöglichsten Sitzpositionen zu versuchen zu überleben, aber das war natürlich mit jetzt fast 27 Stunden schon sehr extrem. Am Ende eines Turniers und am Ende einer Reise fehlte bzw. fehlt die Kraft. Nach dem sensationellen Sieg im Halbfinale schleppten sich die Albatrosse gegen einen viel zu starken Gegner aus Valencia durchs Finale. Und auch nach fast 27 Stunden quer durch Europa überwiegt die Leere in den Köpfen. Klar, das tat richtig weh, weil wir haben wunderbare Spiele gemacht und dann will man dann in dem allerletzten größten Spiel natürlich alles nochmal rausholen. Aber wir waren platt und leer und das muss man akzeptieren. Ich glaube, das braucht noch ein paar Tage bei mir. Aber ich glaube, letztlich war eine riesengroße Saison international und da können wir alle stolz drauf sein. Wir waren ein bisschen müde, Spieler waren angeschlagen. Wir haben gekämpft, aber es hat nicht sein sollen. Aber so ein paar Tagen, ein paar Wochen können wir uns, denke ich, über das Erreichte freuen. Aber im Moment ist es schon ein bisschen schwer, nach so einer Niederlage klar auch das Positive rauszuziehen. Wie teuer die Finalteilnahme für die Albatrosse letzten Endes war, weil auch angeschlagene Spieler eingesetzt wurden, dies werden die nächsten Wochen zeigen. Zumindest hatten die schier endlosen 27 Stunden Busfahrt auch etwas Positives. Denn irgendwo zwischen Vitoria und Berlin haben die Akteure einen Pakt geschlossen, der besagt, dass man den europäischen Basketballthron zukünftig besteigen will. Ja, ich denke, das hat man ja schon vom letzten Jahr gemerkt, dass der Kern hier zusammengeblieben ist oder zusammenbleiben durfte hier in Berlin. Und und das hat uns bis ins Finale gebracht. Und wir wollen jetzt die deutsche Meisterschaft gewinnen und dann wieder in der Euroleague angreifen. Und mal gucken, vielleicht schaffen wir es da oder als erste deutsche Mannschaft dann auch unter die Top 8. Zum Glück gibt es für die geschundenen Helden nach 27 Stunden endlich eine Stärkung und auch endlich eine große Mütze voll Schlaf. Dabei wird der ein oder andere sicherlich schon mal von einem Sieg im Europapokal träumen.